ungefähr einer Stunde oder so, das neue Buch von Sarah J. Maas, nämlich House of Flame and Shadow, beendet. Und ich habe jetzt den ganzen Jänner und Februar gefühlt nur Fantasy gelesen. Es war eigentlich nicht nur Fantasy, wenn ihr meinen Jänner-Wrap-Up gesehen habt, aber das ist irgendwie so mein Gefühl und ich sehne mich jetzt nach irgendeinem anderen Genre. Irgendwie hätte ich richtig Lust auf Klassiker oder auch irgendwas Historical-Fiction-mäßiges oder Fiction-mäßiges. Keine Ahnung, auf was ich genau Lust hätte. Und ich dachte mir, ich starte einen Leservlog, denn irgendwie habe ich mega Lust, euch mitzunehmen und die Bücher mit euch zu teilen, die ich diese Woche lesen werde. Es ist Donnerstag, das heißt, es ist ein bisschen ein komischer Zeitpunkt, einen Leservlog zu starten, aber egal. Ich habe schon ein paar Bücher im Kopf, die ich lesen möchte und ich würde sagen, wir gehen mal zu meinem Bücherregal und ich zeige euch, was ich im Kopf habe. Was für ein guter Winkel. Egal, wir gehen gleich zurück zu meinem Schreibtisch, aber ich suche nur kurz die Bücher raus, die ich gerne lesen würde. Sind drei Bücher genug Auswahl? Es gibt eigentlich noch ein paar Bücher, die ich auch gerne lesen würde. Ich möchte mir nicht zu viel Auswahl geben, weil ich kann mich wahrscheinlich schon zwischen diesen drei nicht entscheiden. Okay, als erstes habe ich hier einen... Okay, es sind eigentlich alles Klassiker. Also als erstes ist ein Klassiker von einer Bronte-Schwester, von der ich bis jetzt noch gar nichts gelesen habe, nämlich Anne Bronte mit dem Buch Agnes Grey. Und in Agnes Grey erzählt Anne Bronte eigentlich mehr oder weniger ihre eigene Geschichte und wie das Leben während der viktorianischen Zeit für eine unverheiratete, aber gebildete Frau war und das eigentlich der einzige Beruf, den sie ausüben konnte, eine Gouverneure war. Und das finde ich eigentlich sehr interessant und ich denke, wie ich die Bronte-Schwestern so kenne und was ich hier hinten gelesen habe, ist es zusätzlich auch noch eine Liebesgeschichte und ja, mehr muss ich dazu glaube ich nicht sagen. Das klingt schon mal sehr gut. Dann als nächstes habe ich hier ein Buch, was ich eigentlich schon mal gestartet habe zu lesen. Also wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen gelesen, aber irgendwie bin ich damals nicht so richtig in die Geschichte eingetaucht. Es war eine ziemlich chaotische Zeit, denn wir hatten einen Freund zu Besuch und wir haben super viel gemacht und ich war fast nie zu Hause und ich glaube, deswegen war auch mein Headspace nicht perfekt für dieses Buch, weil es auch sehr einzigartig geschrieben ist. Und das ist Near to the Wild Heart von Clarice Lispector. Auf Deutsch ist es Nahe dem wilden Herzen und es ist eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte von einer jungen Frau. Und zuerst sehen wir sie in ihrer Kindheit, wo sie noch sehr wild und kreativ war und ihrem Vater verschiedene Gedichte geschrieben hat. Danach folgen wir ihr in ihre Ehe mit einem sehr untreuen Mann namens Ottavio, glaube ich. Genau, und dann trifft sie die Entscheidung, ihn zu verlassen und ihren eigenen Weg zu gehen. Und das ist eigentlich die Geschichte, soweit ich weiß. Und ich bin das letzte Mal nur bis Seite 27 gekommen. Und wenn ich es jetzt lese, werde ich auch von Anfang an starten, weil ich einfach glaube, dass ich die Geschichte nicht wirklich appreciaten konnte und einfach nicht, ja, bei der Geschichte war es so, wie sie es verdient hätte. Und dann als letztes habe ich hier ein Buch, mit dem ich glaube ich auch starten muss, weil ich so Lust habe, einfach mehr von diesem Autor zu lesen und es zieht mich wirklich zu diesem Buch und ich glaube, deswegen muss ich einfach das als erstes lesen und ich liebe dieses Cover und das ist Stefan Zweig mit Rausch der Verwandlung. Und ich weiß gar nicht genau, um was es geht, also lass uns mal kurz sehen. Okay, es ist ein spannender Roman über ein Frauenschicksal in den 1920er Jahren und es gibt mehrere Manuskripte, weil er dieses Buch eigentlich nie selbst beendet hat. Okay, interessant. Um was geht's aber? Die junge Postgehilfin Christine erlebt durch die Einladung einer Tante in ein Engadiner Grand Hotel die Welt des Luxus. In einem Rausch der Verwandlung wird aus dem hässlichen Entlein eine mundäne Dame, die von den Herren umschwärmt wird. Aber das Rollenspiel wird aufgedeckt und die junge Frau muss zurück in ihre klägliche Existenz. Mit ihrem Freund Ferdinand überlegt sie, wie sie sich an der Ungerechtigkeit des Schicksals rächen kann. Wie gut klingt das? Warum bin ich so hell schon wieder? Das klingt so gut und ich glaube, ich muss einfach mit diesem Buch starten, obwohl es vielleicht kein schneller Leseprozess sein wird. Wie riecht das Buch? Müsst ihr das auch immer machen? Es riecht okay. Es hat irgendwie nicht so einen starken Eigengeruch. Hier ist ein Bild. Also ja, das ist Rausch der Verwandlung von Stefan Zweig und ich glaube, ich muss einfach mit diesem Buch starten, weil ich so Lust habe auf eine
gut geschriebene Geschichte, in der ich mich einfach verlieren kann. Und ich muss immer dieses Dust Jacket runternehmen, denn sonst kann ich das Buch nicht lesen. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt das Buch meiner Wahl. Und ich hoffe, Stefan wird mich nicht enttäuschen. Aber ich glaube nicht, denn irgendwie hatte ich jetzt schon länger kein richtig gutes Buch mehr. Das letzte 5-Sterne-Buch und vielleicht auch das erste 5-Sterne-Buch dieses Jahr war von, oh, was war ihr Name? Anne Napolitano, Hello Beautiful. Und das habe ich als Audiobuch gehört. Und ich finde, da ist die Erfahrung immer ein bisschen anders, als wenn ich ein Buch wirklich lese. Und deswegen, oh, ich sehne mich einfach nach einem 5-Sterne-Buch. Und ich hoffe, dass ich das jetzt mit Stefan Zweig finden werde. Und das ist ein Hardcover-Buch und ich lese eigentlich nie Hardcover. Und ich bevorzuge auch Softcover, also Taschenbücher. Schreibe mal, ob du lieber Taschenbücher liest oder lieber Hardcover-Bücher. Wenn du ein Hardcover-Buch bevorzugst, dann bist du wahrscheinlich ein Psychopath. Aber okay, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin irgendwie so früh wach geworden, ich glaube um 5:45 oder so, konnte nicht mehr schlafen und dann dachte ich, okay, perfekt, um mehr zu lesen. Und ich bin noch nicht so weit, ich bin auf Seite 57, aber ich muss sagen, es ist auch einfach nicht so einfach zu lesen wie ein Fantasy-Buch oder ein Sarah J. Maas-Buch. Und das Ding ist, dass die Geschichte sehr interessant ist, aber es ist nicht super spannend und deswegen habe ich auch nicht diesen innerlichen Stress beim Lesen und nehme einfach mehr Zeit zum Lesen, was ich auch sehr schön finde. Und bis jetzt ist noch nicht sehr viel passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich euch gestern erzählt habe, worum es in dem Buch eigentlich geht, aber wir verfolgen Christine, sie ist unsere Hauptcharakterin und das Buch spielt 1924, glaube ich. Und Christine ist 26 Jahre alt, arbeitet in einem Postamt als Postamtsassistentin und hat eigentlich in ihrem ganzen Leben noch nichts anderes gemacht als gearbeitet, sich um ihre Familie bzw. um ihre Mutter gekümmert, denn sie ist sehr krank und kann ja nichts mehr alleine machen. Und dann bekommt sie plötzlich diese Einladung von ihrer reichen Tante, die lange Zeit in Amerika gelebt hat. Wir erfahren auch, warum die Tante in Amerika war und das ist einfach eine sehr, ja, lustige Geschichte. Eine Geschichte, die perfekt nach Österreich passt, habe ich das Gefühl. Das ist so eine typische Tratschgeschichte. Und als sie sich mit der Tante in Schweiz trifft, wird sie in einem superschönen Hotel untergebracht und so einen Luxus, wie es da gibt, hat sie in ihrem ganzen Leben noch nie gesehen. Und Christine ist eine sehr unsichere Person und ihre Unsicherheiten werden jetzt in dieser sehr noblen Gesellschaft nur noch stärker, denn sie trägt sehr einfache Kleidung und alle anderen sind super reiche Leute und sie fühlt sich einfach nicht 100% wohl. Und eigentlich wollte sie auch gar nicht den Urlaub antreten und hatte gar keine Lust darauf, das zu machen. Aber dann hat sie es aus Liebe zu ihrer Mutter getan und ja, das ist eigentlich die Stelle, wo ich gerade stehen geblieben bin. Guten Morgen, Leute. Es ist Sonntag. Ich melde mich jetzt wieder bei euch, denn ich habe gestern gar nicht mit euch gesprochen, weil ich nicht gelesen habe, aber ich war auch gar nicht zu Hause. Wir waren in der Stadt und waren ein bisschen einkaufen. Ich habe zum Beispiel diese Lampe hier bei IKEA gekauft und das war auch der Grund, warum wir in die Stadt gefahren sind, denn ich finde die so schön. Ich kann sie jetzt nicht einschalten, weil sie so extrem hell ist, aber ich finde, das sieht so cool aus. Und dann habe ich auch noch ein paar Bücher gekauft, also 2 Bücher eigentlich nur, aber die zeige ich euch dann in der Zukunft irgendwann in einem Book Haul. Und dann waren wir noch im Kino und wir haben den neuen Film mit Emma Stone, Poor Things, gesehen und das war so ein merkwürdiger Film, aber der Film war wirklich gut. Also die Szenen und wie sie gefilmt wurden, war super einzigartig, finde ich, und auch die Handlung des Filmes war sehr spannend und sehr merkwürdig eigentlich, aber mir hat der Film wirklich gut gefallen. Ich wusste zuerst gar nicht, auf was ich mich einlasse, denn mein Freund wollte den Film sehen und dann dachte ich mir, okay, ich gehe einfach mit ins Kino, I'm here for the vibes. Und ich wusste gar nicht, um was es in dem Film geht und dann wurde ich wirklich überrascht, denn es ist ein bisschen eine feministische Nacherzählung von Frankenstein. Gleichzeitig geht es aber auch sehr stark um die Emotionen des Menschen und wie wir handeln würden, wenn wir
keine Emotionen haben oder nicht so stark von unseren Emotionen geleitet werden. Und das fand ich super spannend. Und ja, ich fand auch die Charakterentwicklung von Emma Stone im Film, also von ihrem Charakter Bella, wirklich sehr cool und sehr schön zu sehen. Und wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann würde ich ihn euch wirklich empfehlen, denn es war so einzigartig und wirklich ein Film, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Und ja, ich fühle mich heute irgendwie nicht so gut. Ich fühle mich, als wäre ich ein bisschen krank. Mein Kopf tut weh, mein Hals ist irgendwie, ich bin so ein bisschen erkältet, habe ich das Gefühl. Aber ja, ich bin jetzt auf Seite 104 und mir gefällt das Buch so, so gut. Ich finde, der Schreibstil hat einen besonderen Charme, weil Stefan Zweig hier das Deutsch manchmal mit dem Englischen mischt, vor allem wenn man in dieser höheren Gesellschaft ist und die Leute irgendwie aus anderen Ländern kommen, dann sprechen sie zwischendurch so Deutsch gemischt mit Englisch und das finde ich irgendwie sehr lustig und es bringt besonders diese Atmosphäre von der höheren, besseren Gesellschaft rüber, die so sehr nobel und fancy ist, keine Ahnung. Aber das gefällt mir wirklich gut, denn das übermittelt so richtig, wie sich es anfühlen musste, damals Teil von dieser Gesellschaft zu sein, vor allem für unsere Hauptcharakterin Christine, denn sie kommt ja gar nicht aus dieser, ja, Gesellschaftsschicht und ja, das gefällt mir wirklich gut und ich werde heute hoffentlich viel Zeit haben zu lesen, denn ich werde nichts Besonderes machen, weil ich solche Kopfschmerzen habe und mir es nicht so gut geht. Hey Leute, ich melde mich jetzt auch wieder bei euch. Es ist Dienstag, das heißt, es ist der 5. Tag von meiner Lesewoche und mir ist heute aufgefallen, dass ich eigentlich die ganze Woche und den ganzen Vlog lang nur das gleiche Buch lese und keine Ahnung, ob das für euch eigentlich langweilig ist. Schreibt mir das mal in die Kommentare, aber das ist so einfach meine Realität und ich möchte auch, dass meine Vlogs immer die Realität widerspiegeln und euch auch realistisch zeigen, okay, wie viel kann man oder wie viel kann man in einer Woche lesen und ich weiß nicht, ob es langweilig ist, wenn ich dann nur ein Buch lese und nur über ein Buch spreche, also lasst mir mal gerne euer Feedback hier, dann kann ich das in den nächsten Vlogs auch anpassen, wenn ihr möchtet. Aber ich bevorzuge es einfach immer ein Buch zu lesen, dass ich mich wirklich darauf konzentrieren kann und ich muss sagen, bei Rausch der Verwandlung bin ich auch ein bisschen langsamer unterwegs, einfach weil ich das Buch auskosten möchte. Ich möchte nicht Passagen überfliegen, weil ich müde bin oder weil ich mich nicht gut konzentrieren kann. Und deswegen nehme ich mir einfach wirklich Zeit mit dem Buch. Und ich bin jetzt auf Seite 177. Das heißt, ich bin wirklich noch nicht allzu weit. Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte. Und das ist, ja, der Fortschritt von fast einer Woche. Also ihr seht, ich bin eigentlich keine sehr schnelle Leserin, vor allem wenn ich Klassiker oder ja ein bisschen schwierigere Bücher lese. Und ich denke, Zweig schreibt auch sehr oft sehr philosophische und psychologische Bücher und dann kann ich das nicht einfach so schnell lesen wie ein Fantasybuch oder eine Liebesgeschichte zum Beispiel. Und ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Buch wirklich unglaublich gut. Ich habe schon bei der Schachnovelle, das war das erste Buch, was ich von Zweig gelesen habe, gemerkt, dass mir Zweig sehr gut gefällt. Und ja, dieses Buch zeigt mir einfach, dass ich wirklich komplett richtig lag und Zweig vielleicht einer von meinen Lieblingsautoren werden kann. Und ja, ich bin sehr glücklich, dass ich dieses Buch als mein nächstes Buch gewählt habe und ich jetzt diese Woche mich komplett auf dieses Buch konzentrieren konnte. Und ich bin mir sehr unsicher, was ich von unserer Hauptcharakterin Christine halten soll. Ich glaube, sie ist ein bisschen, manchmal zumindest ein unlikable Character. Ich bin gerade bei der Stelle, wo sie von ihrer Tante, die sie in die Schweiz eingeladen hat, die diese Reihertante ist, wieder zurück nach Hause geschickt wurde. Und ich finde besonders bei dem Abschied war es eine schwierige Situation für alle. Also ich kann die Handlung der Tante verstehen, aber ich kann auch verstehen, warum Christine so reagiert hat, wie sie reagiert hat. Aber ihre Reaktion war sehr extrem, meiner Meinung nach. Aber trotzdem kann ich das verstehen. Also ich weiß nicht, manchmal finde ich Christine super sympathisch und manchmal wiederum gar nicht. Also ja, es ist ein bisschen ein Auf und Ab mit unserem Hauptcharakter. Aber wie gesagt, ich finde das Buch wirklich super interessant. Ich finde den Schreibstil von
Stefan Zweig in dem Buch auch sehr spannend, weil er sehr einzigartig ist. Ich muss auch immer wieder schmunzeln, wenn ich das Buch lese. Also es macht wirklich unglaublich viel Spaß. Und ich weiß nicht, was ich von meiner Beleuchtung hier halten soll. Irgendwie, oh, keine Ahnung. Es ist so schnell dunkel und wenn ich arbeite, wow. Und wenn ich arbeite, kann ich einfach nicht zu einer anderen Zeit filmen. Zumindest nicht immer, manchmal ja, aber heute zum Beispiel nein. Aber ja, wie gesagt, mir gefällt das Buch wirklich unglaublich gut. Ich bin sehr neugierig, wie viel ich diese Woche noch schaffen werde, weil ich nehme euch ja bis Donnerstag mit und am Freitag fahre ich dann auch nach Italien. Auf das freue ich mich schon unglaublich und ich freue mich einfach aufs Meer und ein bisschen, ja, abschalten zu können. Und schreibt mir mal gerne, ob euch diese Vlogs auch interessieren würden, wo ich euch einfach ein bisschen mehr in meinem Alltag mitnehme, denn bis jetzt poste ich ja eigentlich meistens Buch-Content und so Lese-Vlogs, wo ich euch nicht sehr viel von meinem Alltag zeige. Aber ja, ich dachte mir, ich mache nochmal ein kurzes Update, um ja, meine Gefühle mit euch zu teilen. Und wie süß ist diese Lampe? Ich weiß nicht, ob ich in dem Vlog schon davon erzählt habe, aber ich habe die bei IKEA gekauft und ich habe jetzt eine bestimmte Glühbirne gekauft und ich habe dazu eine App und kann hier einfach die Farben einstellen. Wie cool ist das eigentlich? Und ich dachte, oh wow, was ist hier passiert? Und ich dachte, vielleicht ist das ein cooler Hintergrund zum Filmen. Aber ja, ich bin mir nicht sicher. Ich kann das auch super hell machen. Also das ist nicht das Hellste, was möglich ist. Aber ja, ihr seht, dann seht ihr mich nicht so gut. Und ja, auf jeden Fall werde ich jetzt duschen gehen und mich ins Bett legen mit meinem Buch. Es ist jetzt 6:45, das heißt, es ist Zeit, mich bettfertig zu machen und den restlichen Abend mit meinem Buch zu entspannen. Auf das freue ich mich immer am meisten, denn am Abend kann ich mich fast immer gut konzentrieren und dann kann ich wirklich die Zeit mit dem Buch und den Charakteren genießen. Und gestern zum Beispiel war ich so müde und ich konnte mich fast gar nicht konzentrieren und habe deswegen auch gestern fast nichts gelesen, aber ja, heute bin ich wieder fitter, habe besser geschlafen, habe mehr geschlafen und ich freue mich sehr, jetzt meinen Abend mit Stefan Zweig und mit Christine zu verbringen und bin auch wirklich gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil Christine jetzt zurück zu ihrer Mutter kommt und ich auch gleich in den zweiten Teil der Geschichte starte. Die Geschichte ist nämlich in zwei Teile aufgeteilt und ich bin jetzt auf Seite 177 und der zweite Teil startet auf Seite 193, also es dauert nicht mehr zu lange und ich glaube, das schaffe ich heute vielleicht auch. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Clip. Hey Leute, heute ist wieder Donnerstag, das heißt, unser Lesevlog ist eigentlich heute vorbei. Heute ist der letzte Tag, aber ich habe das Buch nicht beendet, leider. Ich bin noch immer bei Rausch der Verwandlung und ich habe noch ungefähr 60 Seiten zu lesen. Und es ist jetzt 17 Uhr, ich muss noch meinen Koffer packen, weil es für mich morgen nach Italien geht. Und ich habe heute noch mehr Arbeit zu machen. Also ich bin noch nicht fertig mit meinem Arbeitstag, aber ich hoffe, dass ich das Buch heute noch beenden kann. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde oder nicht, aber ich hoffe wirklich, dass ich es heute beenden kann und dann muss ich es nicht mit nach Italien nehmen. Und das Buch ist in zwei Teile aufgeteilt und ich glaube, ich bin jetzt noch nicht so weit im zweiten Teil drinnen, aber ich denke, mir hat der erste Teil vielleicht ein bisschen besser gefallen und ich habe auch das Gefühl, dass der zweite Teil sehr deprimierend ist, weil, das ist jetzt vielleicht ein Spoiler, aber im zweiten Teil verfolgen wir die Geschichte von Christine und wie es ihr nach ihrem Luxusurlaub geht, als sie wieder zurück in ihre ärmlichen Verhältnisse kommen muss. Und es sind bestimmte Dinge passiert, während sie in der Schweiz war und all das hat einen sehr großen Einfluss auf ihr Leben und sie lernt dann Ferdinand durch einen Zufall kennen und er hat 5 oder 4 Jahre lang im Krieg gedient. Er war in Sibirien, das heißt, er ist auch eher ein bisschen deprimiert, ein bisschen grantig und sie passen so eigentlich ziemlich gut zusammen, weil beide so die anderen Menschen wirklich, ja, hassen. Es ist ein sehr starkes Wort, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass sie manchmal die anderen Leute hassen und das Gefühl haben, dass niemand sie versteht und alles super unfair ist und ich glaube, deswegen ist der zweite Teil auch ein bisschen deprimierender und alles scheint sehr aussichtslos. Es gibt sehr viele Monologe von den Charakteren, wo sie sich einfach nur über Gott und die Welt aufregen. Und es ist interessant zu lesen, aber
ja, ich bin nicht mehr so begeistert, wie ich im ersten Teil war, glaube ich. Der zweite Teil ist einfach ein bisschen zu schwer vielleicht. Es liegt sehr stark auf meiner Brust, wenn ich diesen zweiten Teil lese und ja, einfach beobachte, wie traurig die Charaktere sind. Aber ja, das ist auch zugleich eine ziemlich interessante Interpretation und Repräsentation der Welt und auch diese verschiedenen Klassen finde ich so spannend in dem Buch erzählt. Und ich glaube, Stefan Zweig hat beide Seiten ziemlich gut verstanden und repräsentiert sie auch sehr gut, würde ich sagen. Und ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wie ihr sehen könnt vielleicht, ich könnte das sehen, ich habe ein paar Tabs in dem Buch. Das heißt, ich habe auch ein paar Zeilen unterstrichen, die ich sehr schön oder interessant fand. Und ich finde weiterhin den Schreibstil von Zweig wirklich, oh, Chefskiss. Und obwohl mir der zweite Teil jetzt nicht so gut gefällt, würde ich trotzdem sagen, dass ich das Buch noch immer wirklich sehr gut finde. Und ich finde vor allem, wie er über die Gesellschaftsprobleme, die Klassenprobleme spricht, ist so klug und so interessant zu lesen. Also das ist wirklich eine große Empfehlung. Und wie eigentlich fast jeder Klassiker, ein sehr interessantes Buch in Bezug auf Psychologie und Menschenverständnis. Also das mag ich ja immer sehr gerne, deswegen lese ich auch so gerne Klassiker. Aber ich hoffe, dass wir uns dann heute nochmal sehen und ich euch das abschließende Fazit zum Buch geben kann. Aber ja, es wird spannend, ob ich das heute noch schaffen werde oder nicht.